Im September 2019 habe ich zum vierten Mal den ersten Platz bei der CrossFit Challenge Cry Me a River in meiner Altersklasse 45+ gewonnen. Im November bin ich deutscher Meister bei den CrossFit Open geworden. Weltweit stand ich auf Platz 89 unter knapp 11.000 Athleten, die angetreten sind. Sehr oft wurde ich auf Instagram angeschrieben, dass ich mal zeigen soll, wie ich so esse und trainiere. Deshalb habe ich jetzt etwas ganz Besonderes für dich. Hallo, ich bin Ernährungs- und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Schön, dass du mit dabei bist. Los geht's. Ich nehme dich mit in mein Training und zeige dir meine Ernährung, und zwar eine Woche lang. Dir muss aber Folgendes gelingen. Du gehst auf Instagram, gibst meinen Namen richtig ein. Achtung, Patrick nur mit C. Auf meiner Seite klickst du auf Folgen, dann ist das Profil abonniert. Du klickst nochmal auf Abonniert, dann öffnet sich dieses Feld. Aktiviere hier diesen Stern und dann aktivierst du hier diese drei Hebelchen. Aktiviere auch alle Benachrichtigungen erlauben, somit wirst du in der kommenden Woche nichts verpassen. Und genau hier findest du die Beispielwoche. Lass mich noch kurz erklären, was CrossFit eigentlich ist und was so meine persönlichen Herausforderungen dabei sind. Gleich zeige ich dir auch meine Turnhalle im Keller und im Büro. Zuerst aber, was ist eigentlich CrossFit? CrossFit ist eine lizenzierte Fitnesstrainingsmethode und auch ein Wettkampfsport. Deshalb siehst du auch den Werbehinweis in der Videobeschreibung. Hier wird Gewichtheben, Sprinten, Eigengewichtsübungen und auch verschiedene Turnübungen miteinander kombiniert. Ziel ist es, verschiedene Fitnessdisziplinen möglichst ausgewogen zu entwickeln. Die Ausdauer, die Kraft, die Beweglichkeit, die Schnelligkeit, die Geschicklichkeit, die Balance, die Koordination, die Genauigkeit und vor allem das Durchhaltevermögen, also die mentale Stärke. Ganz wichtig ist, bei so vielen Disziplinen braucht es Zeit und auch Geduld, um die Ausführung der einzelnen Übungen sauber zu lernen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Lernen kannst du das in einer CrossFit-Box, so werden die Studios genannt. Dort braucht es einen erfahrenen Coach, der auch mal übermotivierte Beginner ausbremsen kann. Denn weil CrossFit gewöhnlich in kleinen Gruppen trainiert wird und alle zeitgleich genau das gleiche Workout machen, geht man nicht nur an seine Grenzen, weil die anderen links und rechts das auch machen, sondern auch mal darüber hinaus. Du wirst von der Stimmung, dem Kampfgeist, dem Ehrgeiz und auch deinem Ego einfach mitgerissen. Auf der einen Seite machst du bei guter Technik wahnsinnige Fortschritte. Bei schlechter Technik macht CrossFit nicht lange Spaß. Ja gut, der Orthopäde hat dann mehr von dir. So, das war nur eine ganz kurze Einführung in den Sport, den ich schon seit 2012 mache. Mein Tipp, mach mal ein Probetraining in einer CrossFit-Box. Du findest unten in der Beschreibung einen Link, da kannst du schauen, ob es sowas bei dir irgendwo in der Nähe gibt. Oder mach es einfach für dich alleine, so wie ich. Oder auch mit einem Kumpel im Fitnessstudio. Da kannst du natürlich nicht alles machen, was man so beim CrossFit eben macht. Werde einfach bei den typischen Workouts kreativ und baue Übungen ein, die du da eben machen kannst, wo du trainierst. Du wirst so eine Trainingsmethode kennenlernen, die deinen Fitnesslevel gewaltig nach oben schrauben kann. Jetzt zu meiner Herausforderung. Als ich noch in Hamburg lebte, da war ich regelmäßig in einer Box. Heute lebe ich aber in der Nähe von Freiburg. Die nächste CrossFit-Box, die meinem kleinen Bruder Benny gehört, die ist zu weit weg. 60 Minuten Fahrzeit hin und zurück. So lange dauert mein ganzes Sportprogramm. Ich bin zweifacher Papa, der sowieso schon beruflich ziemlich viel unterwegs ist. Also kommt das für mich nicht in Frage. Deshalb habe ich mir im Keller eine kleine CrossFit-Box gebastelt. Meinen Fitnesskeller habe ich jetzt schon über circa 6 Jahre immer weiter aufgerüstet. Die Herausforderung hier ist eine viel zu geringe Deckenhöhe für bestimmte Übungen. Vieles geht einfach nicht. Deshalb mache ich auch noch in meinem Büro einige Workouts, weil ich hier genug Deckenhöhe habe für das Seilspringen und Wallballs zum Beispiel. Und eine Klimmzugstange hat da auch Platz. Alles kann ich zu Hause trotzdem nicht machen. Da muss ich eben immer wieder kreativ werden und Übungen anders kombinieren oder umbauen. So ein Training zu Hause hat einen Vorteil und einen ganz großen Nachteil. Der Vorteil ist, dass ich eben nicht raus muss und somit Fahrzeit einspare. Der Nachteil, wer CrossFit schon mal gemacht hat, der weiß, wer richtig in diese
Ausdauer-Workouts reingeht, das ist ganz oft schon eine Art Nahtoderlebnis. Und ganz alleine, also ohne eine Gruppe um sich herum, die sich da zeitgleich durchquält, das ist nicht immer einfach. Nee. Ich erkläre dir noch ganz kurz, wie ich mein Training aufbaue. Aufwärmen, das mache ich nur ganz kurz. Der Grund? Weil ich keine Lust drauf habe. 500 bis 1000 Meter rudern oder 3 Minuten auf dem Airbike reichen mir. Seilspringen kannst du auch machen, wenn du magst. Oder eben was anderes, damit du ein bisschen warm wirst. Dann ein bisschen dynamisches Dehnen, das mich auf die heutige Hauptübung vorbereitet. Da gibt es viele Varianten. Das hier ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt. Als Abschluss wärme ich mich dann noch übungsspezifisch auf. Mache also die Übung, die ich gleich mit viel Gewicht mache. Im Training mache ich immer zuerst eine Grundübung, also sowas wie Kniebeugen, Bankdrücken, Frontdrücken oder Kreuzheben. Ich arbeite im Moment nach dem 5-3-1-Plan von Jim Wendler. Ich mag den Plan und komme damit gut klar. Das ist aber nicht der beste Plan, den es gibt. Es ist einfach eine von vielen guten Möglichkeiten, seine Kraftleistung zu steigern. Wichtig, den Crossfittern geht es nicht um Muskelaufbau, um Figur. Es geht um Kraft und Leistungsfähigkeit. Ich habe dir mal einen Link in die Beschreibung zu diesem Video gepackt. Dann kannst du dir die 5-3-1-Methode mal genauer anschauen. Danach mache ich eine sogenannte Assistance-Übung, sowas wie rumänisches Kreuzheben, Fliegende mit Kurzhanteln, Rudern am Kabelzug. Schau dir das einfach in der Beispielwoche auf meinem Instagram-Profil an. An den Tagen zwischen diesen Grundübungen mache ich sogenannte Snatches oder Cleans. Siehst du dann auch auf Instagram. Das wird im Fitnessstudio dann eher nichts, weil es hier hilft, das Gewicht fallen lassen zu können. Und die Übungen sind doch technisch sehr anspruchsvoll. Aber es ist ja mein Training, was ich dir zeige. So, und danach, als dritte Einheit, mache ich ein sogenanntes Metcon, eine kurze, dafür harte Ausdauereinheit. Das Tolle an CrossFit ist die extreme Vielseitigkeit. Im Prinzip kannst du ein Leben lang in jedem Training eine andere Übungskombination zusammenbasteln. Langeweile? Niemals. Es würde hier zu lange dauern, wenn ich dir jetzt erklären würde, was im CrossFit alles möglich ist, wenn wir von MOMs sprechen, M-Raps, Chipper, Buy-In, Death-Buy, Hero Benchmark Wards oder den Girls. Das ist auch jetzt nicht wichtig, wenn du diese Trainingsmethode einfach mal kennenlernen willst. In meiner Beispielwoche mache ich extra für dich nur Workouts, die du mit großer Wahrscheinlichkeit bzw. minimalen Modifikationen auch bei dir zu Hause oder eben im Fitnessstudio nachmachen kannst. Es sind Kombinationen aus Übungen, die technisch nicht ganz so anspruchsvoll sind. Ich schränke in meiner Beispielwoche die Übungsvielfalt bewusst ganz stark ein, mache verschiedene Kombinationen aus Burpees, Kreuzheben, Kniebeugen mit dem Körpergewicht, Liegestütz, Klimmzug, Sit-ups und Seilspringen. Ich wähle auch bewusst verschiedene Abläufe, weil du dann ein bisschen die Vielseitigkeit dieses CrossFit-Trainings kennenlernst und daraus auch deine eigenen Ausdauereinheiten zusammenbauen kannst. Achtung, Achtung! Ganz wichtig, Technik geht immer vor Gewicht bzw. vor Schnelligkeit. Bei den meisten Ausdauerübungen, die ich dir zeigen werde in dieser Beispielwoche, kannst du nicht ganz so viel falsch machen, jetzt mal abgesehen vom Kreuzheben, aber wenn die Kraft und Ausdauer nachlässt, dann lieber das Tempo ein bisschen rausnehmen und so weitermachen. Und auch nicht auf Teufel komm raus so lange durchballern, bis du ein Licht am Ende des Tunnels siehst. Okay? Geh da mal nicht übermotiviert ran. Du trainierst auf eigene Gefahr. Das, was ich in dieser Beispielwoche esse, das zeige ich dir auch. Und zwar ungefiltert. Also wirklich richtig echt. Wichtig ist, das ist meine Art der Ernährung. Du kannst dich inspirieren lassen, klar, aber bitte frag mich nicht nach Kalorienzahl, Makronährstoffverteilung oder ob zum Beispiel Milchprodukte für dich auch gut sind. Das kann ich dir nicht sagen, weil das eben individuell ist. Ich meine, es reicht doch schon, wenn du aus den ganzen Posts nur eine, vielleicht zwei Ideen mitnimmst und eines dieser Ausdauereinheiten einfach mal machst. Einfach probieren, mal was anderes, was Neues. So kam ich damals zum CrossFit. Wenn du magst, sobald du eines dieser Beispiel-Workouts gemacht hast, schreib es in die Kommentare. Schreib auch dazu, welches Workout es war, in welcher Zeit du es geschafft hast oder wie viele Runden du gemacht hast. Mal schauen, wer sich das traut. Wollen wir loslegen? Das erste
Workout, was dir gelingen muss, geh auf mein Instagram-Profil, abonniere es und schau dir die Beispielwoche an. Du kannst auch hier in der Beschreibung zu diesem Video auf den Link klicken, dann bist du direkt auf meinem Instagram-Profil. Ich würde mich sehr freuen als kleines Dankeschön, wenn du den hier machen würdest. Bleib gesund. Aber mach auch was dafür. Und dieses Mal machen wir es zusammen.